liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker 2. Und die machen wir wieder Online-Level. Ich habe mir auch schon welche runtergeladen, wo auch immer man die findet. Im Speicherbot natürlich, weiß man doch. Und zwar einmal hier von PSX habe ich mir das runtergeladen und anderen Stuff, zum Beispiel von Wars von Josh. Aber die werden alle so schwer sein. Ich werde es euch sagen, ey. Die werden richtig schlimm. Richtig schlimm werden die. Und wisst ihr, was auch richtig schlimm ist? Richtig, hier die ganzen GLP-Level, aber da die gerade jeder spielt und ich mich nicht spoilern lassen will, aber ich die Videos gerne gucken möchte, werden wir heute wohl auch mal ein paar GLP-Level spielen. Welches ist denn das erste? Sind das seine? Moment hier mal, wie komme ich denn auf sein Profil? Hochgeladene Level. Hier. Okay, guck mal, das verstehe ich schon nicht. Wieso? 8.7. Das ist sein allererstes Level. Wenn ich das richtig im Kopf zusammengefixt habe. Aber da steht einfach glp.tv Level 06, Last Man Standing. Hat er seine alten gelöscht oder werden die hier alle nicht angezeigt? Verstehe ich nicht, Leute. Okay, wir spielen hier einfach glp.tv 06. Vielleicht hat er welche gelöscht, man weiß es nicht. Weltrekord 3 Minuten 50? Weiter geht's, 4 Unique Boss Monsters, Checkpoint Loop in Main Room. Okay, also man muss gegen 4 Leute kämpfen. Wenn selbst der Weltrekord 3 Minuten 50 braucht, wie lange sollte das Level dann gehen? Oh, auf was habe ich mich da eingelassen? Ich glaube, das ist nicht gut. Ein Rätsel und gegen die Zeit. Na dann. Kann ja nicht so schwer sein. 3 Minuten, easy. Ach ja, wer die GLP-Level nicht kennt, die scheinen sehr trollig zu sein. Ich kenne sie nicht. Hier wird auch schon wieder irgendein Troll sein, oder? Oh, okay, nein. Das soll man tatsächlich so machen. Und ich denke einfach mal, das sind die 5 Röhren, die man alle besiegen soll. Er hat ja geschrieben, 5 Bosse soll man besiegen und dann ist man ja quasi schon durch. Kann ja nicht so schwer sein. Kommt hier schon was oder nicht? Scheinbar nicht. Ist nur die Zwischenstage von mir aus. Ich kann mir vorstellen, da man nur 500 Sekunden hat, dass man recht schnell agieren muss. Okay, wir haben einen On-Off-Knopf und da rechts ist der Boss. Warte, wo kriegt man denn... Ach so. Aha. Gut, wir haben da so ein Hut-Ding und der läuft vorbei. Und okay, ich habe gar nichts gemacht, er hat einfach getroffen. Okay. Ah, jetzt sehe ich das erst. Unten rechts ist auch so ein Panzer, der hin und her buddelt. Okay, dann muss hier also an sein, wenn da einer rauskommt. So. Dann duddelt er da hoch und dann macht er das schon. Moment. Nee. Hä? Hä, ich hab gar nichts. Was muss ich denn hier machen? Hallo, kann der da einfach... Warte. Hä? Also ich glaube, das muss an sein, damit... Nee, es muss auch sein, ne? Nee, auch nicht. Es muss ganz kurz an sein. Das blaue hier. An. Und... You. Dieser dumme Panzer da unten. Okay, also das Blaue muss ganz kurz an sein. Und dann musst du halt auf das Sprungbrett irgendwie rauf. Aber das ist super ekelhaft, dass da unten rechts dieser Panzer ist. Der nervt dann die ganze Zeit. Ohne Witz. Ja, das sieht doch gut aus. So, und da oben ist das halt wieder dasselbe. Nee. Ach komm, okay, der fliegt so weit, dass er auf den roten da oben rauf fliegt. Das Blaue da oben ist voll unnötig. Das kann man... einfach ignorieren. So. Ach komm, du dummes Ding da unten. Okay, ich glaube, ich hatte richtig viel Glück, dass der Erste einfach getroffen hat. So, am einfachsten ist es eigentlich, wenn der hier rechts gegenknallt. Ja, und man dann das Blaue wegnimmt, weil dann geht er auf jeden Fall immer lang. Aber ich glaube, ich schaffe das jetzt schon nicht mehr. Come on, ich dachte, der trifft... Oh, okay, das ist echt fies. Ja, okay, stirb. Schieß doch endlich! Danke. So, komm. Der andere macht den an. Der, okay, jetzt soll das passen. Ja. Okay, zweimal getroffen. Wir müssen ihn anscheinend dreimal treffen. Na. Oh, Mann. Nicht schlecht. Aber ich glaube, das ist nicht sein erstes, oder? Vielleicht ist das wirklich sein sechstes Level. Aber warum... Oh, warum standen da dann, dass es vom 8.7. ist? Das verstehe ich immer noch nicht. Trollt mich sogar schon das Erstellungsdatum? Das sieht gut aus. An sich, wenn er einmal da oben ist, dann trifft er. Oh, danke. Dann trifft er eigentlich immer. Wir haben den ersten Schlüssel, Leute. Was meint ihr jetzt da unten? Einfach nur Troll? Ich glaube, da unten ist nur Troll. Da will ich gar nicht hin. Ich gucke gar nicht erst nach. So, Schlüssel Nummer 1. Cool. Ist ja gar nicht so schwer. Und wir brauchten nur 200 Sekunden für den ersten Boss. Geht auch voll klar. So, was geht hier ab? Sind immer solche Zwischenräume einfach nur? Hi. Okay, hier müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall klein sein, damit wir hier durch können. Und, hallo, bist du da der Boss, du da rechts, oder was? Was geht denn ab? Okay, wir können hüpfen.
Okay, da oben sind Stacheln. Und hier ist auch wieder so ein Switch. Okay, ich denke einfach mal... Lol. Was muss man denn hier machen? Wie soll man den überhaupt töten? Ah, man kriegt jedes... Nein! Okay, man kriegt jedes Mal 500 Sekunden dazu, aber jetzt haben wir natürlich den ersten Boss hier nicht besiegt. Oh, das ist ja super dumm. Okay, wir gucken jetzt erstmal alle Bosse an. Dann versuche ich das mal in einem Rutsch alles zu machen. Ich glaube, das wird nichts. Erstmal raffen, wie man den hier überhaupt vernichten kann. Da ist halt so ein Powerblock unten, ne? Ich glaube, wir müssen einfach nur so lange über... Nee. Was macht denn der Powerblock? Da unten rechts ist ein Powerblock. Aber ich weiß nicht genau, was er macht. Okay, hier oben kann man ja einfach stehen bleiben. Ist ja alles easy. Okay. Ach, come on, was ist das denn? Da ist schon wieder so ein ekliger Patzer, der einen rumtrollt. Ich glaube, es wäre auch eine schlauere Idee gewesen, die Zwischenflagge erst zu holen, wenn man schon einen Boss besiegt hat, oder? Weil ich glaube, die roten Münzen werden gespeichert. Aber da bin ich mir auch nicht so sicher. Plung, plung, plang. Okay, aber an sich... Hallo, kommst du mal runter? An sich ist das doch immer dasselbe Muster, oder nicht? Heißt, jetzt noch nicht rüber? Hä? Okay. Also ich gehe erst jetzt rüber. Okay, ich glaube, das war besser, als ich da oben einfach stand. Weil hier kann man ja auch eigentlich gar nicht sterben an den Stacheln, oder? Nee, sieht eigentlich ganz gut aus. Man kann da einfach oben stehen bleiben und dann ist alles cool. So, dann gehen wir jetzt mal da oben hin, warten. Und sterben! Ja, gefällt mir richtig gut. Diese GLP-Level, top, top, top Sache. Wie viele haben da abgeschlossen? 0,28% oder so? Ich schaffe nicht mal den zweiten Boss. Können wir vielleicht noch irgendwas anderes machen? Ich glaube halt, wir müssen irgendwas mit dem Powerblock da machen. Ich komme nicht mal über den rüber. Ach, mehrere Sachen. Hier, die goldene Röhre ist bestimmt übel schwer. Ich glaube, da kann man bisher jetzt auch noch nicht rein, weil man erstmal die Schlüssel braucht. Man braucht 4 Schlüssel und dann kommt halt der Endboss. Okay, also wir springen einfach über ihn rüber. Ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Idee, wenn ich da oben stehe. Oder vielleicht doch. Man weiß es nicht so genau. Okay, also der kommt sofort. Das heißt, beim ersten Mal sofort... Jetzt ist er wieder nicht ganz hochgesprungen. Mario, was ist los mit dir? Okay, also sofort rüber. Aber einen später. Ich komme nicht mal einmal über... Doch, ich war einmal über ihn drüber, aber... Das hat ja nicht gelangt. Ich glaube, das langt doch nicht. Okay, also relativ spät. Jetzt. Okay, easy. Er kommt bestimmt nochmal zurück. Ja, dann springen wir einfach nochmal rüber. Aber der blöde Switch hat den wieder umgelenkt. Nett von ihm. Richtig nett von ihm. Man muss vor allem immer übelst lange warten, bis er endlich mal da unten kommt. So, rüber. Er kommt rüber, aber das ist ein Troll, wenn er rüberkommt. Weil er wird wieder nach links geschoben, genau. So, jetzt kommt er bestimmt schon, oder? Ech. Ich glaube schon. Der hat zwar gerade den Switch wieder umgelenkt, sodass er wieder nach links geht, aber ich glaube, man kann trotzdem rüber. Weil er schon so weit rechts ist, obwohl, ich glaube, man kann sogar stehen bleiben. Okay, also relativ spät. Oh, er ist ja nicht gesprungen. So, easy. Jetzt trollt er zweimal, glaube ich. So, da geht er nach links, jetzt geht er wieder nach rechts. Und ich glaube, jetzt geht er nochmal nach links. Nee. GG! Hä? Der ist doch rot geworden! Wieso geht er denn nicht wieder nach links? Okay, also merke, beim ersten Mal rüber, aber erst relativ spät. Der zweite nicht. Das ist ein Troll. Also warten, warten, warten. Und beim dritten wieder rüber. So, also jetzt irgendwann rüber! Das war gar nicht so schlecht. War gar nicht so schlecht, glaube ich. Und der geht auf jeden Fall ganz nach rechts. Das haben wir eben gesehen. Da habe ich ja einmal eingequetscht. Aber an sich ist das echt ein geiles Design, wenn er mich nicht immer auffressen würde. Kann man vielleicht noch mit dem Goomba, ich keine Ahnung, ist das auch ein Galumba da mittendrin? Kann man mit dem vielleicht noch irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht. Ist dann irgendwie umherglitscht und diese komische Spin-Attacke macht und ihn so tötet? Spin-Attack! Wie ein Beyblade spin ich hier herum. Schubidum. Okay. Sehr spät rüber. Der nächste ist ein Troll. Warten, 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 warten. Dann ganz lange warten. Und... Oh, das ist voll assig. Und ich traue mich nicht, diese Plattform zu benutzen, weil da springe ich sowieso gegen diese Stacheln. Och, komm. Okay, so. Ach ja. Aber ich glaube, wenn man die GLP-Level schafft... Dann ist man richtig gut dabei. Ah, danke. Okay. So, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Trollst du mich wieder oder trollst... der trollt mich nicht. Fast. Okay, also... Rüber, Troll, rüber, rüber. Verstanden. Ah, komm.
Dass er da einmal kurz nach rechts geht, das verwirrt einen richtig. Da ist der Josh online. Der Yoshi spielt auch wieder Mario Maker, dann streamt er bestimmt wieder. Ohne Witz, die Aufgabe geht jetzt halt schon 20 Minuten und ich sitze beim zweiten Boss hier. So, das ist ein Troll, der geht wieder zurück. Und so ganz an die Seite anscheinend und dann geht er wieder hier hin. Hüpf. So, und dann auch wieder sofort rüber. Sofort rüber. Nice. Okay, wie geht's weiter? Ist bestimmt jetzt wieder ein Troll, oder? Ja, okay. Troll und über den wahrscheinlich wieder rüber. Ja. Okay, okay, okay. Nice, 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 nice. Über den wahrscheinlich auch sofort wieder rüber. Ja, ja, ja. Nein, der ist der Powerblock. Da war er doch, da war er doch, da war er doch. Da ist doch der Powerblock. Mehr ist es gar nicht. Okay, der ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Wenn man es einmal raus hat, dann hat man es halt. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie es war. Wie war denn das jetzt? Rüber? Troll, rüber, rüber? Toll, danach weiß ich gar nichts mehr. Ich habe hier nichts gemerkt. Oh, Mario. 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 Ach ja, und immer diese 20 Sekunden, bis überhaupt mal irgendwas losgeht. Richtig geil finde ich das. So, spring rüber. Der nächste war ein Troll. Melde ich mich? Ja, recht im Sinne. Dann sofort rüber, wenn er ankommt. Hui! Dann glaube ich wieder sofort rüber. Gut, okay. Ja, 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 ja. Der war, glaube ich, wieder ein Troll. Ja. Okay, und dann wieder rüber. Und zwar... Yeah, oh, er springt wieder nicht. Was ist denn kaputt bei dir, Mario? Hast du wieder Kacke in der Hose oder was? Dass du nicht richtig springen kannst. Okay, soweit so gut. Jetzt wieder rüber. Und jetzt kommt der Switch an. Ich muss nur noch jetzt einmal rüber. Ja, da ist er, da ist er, da ist er. Der Powerblock, der Powerblock, der Powerblock. Nimm ihn doch einfach. Da. Nein. Warum? Sorry fürs Übersteuern. Ach Mann, ey. Man muss doch aufpassen, dass man beim Runterfallen nicht dagegen knallt. Ist das dein scheiß Ernst? Oh Mann, ich habe mich voll gefreut, dass ich den jetzt endlich einmal geschafft habe. Da kommt so eine Scheiße. Kann man trotzdem noch sterben, diesen Mannschaft. Ich fasse es einfach nicht. Ja, pass auf, ich bin jetzt richtig der Profi. Hier, einmal geht er noch zurück. Oder? Ich habe mir aber auch überlegt, wenn man hier einfach ganz weit nach rechts geht, dann kommt nämlich gar nicht erst der... Okay, doch, der Panzer kommt immer. Aber wenn man nicht weit genug unten ist, dann kommt er nämlich erstmal nicht. Und dann kann man ja eigentlich den Powerblock hin und her buddeln lassen. Aber ich glaube, der geht auch gar nicht so viel weiter, wenn nicht immer dieses Rot-Blaue da aktiviert wird. Weil das aktiviert anscheinend auch die Linie, auf dem der Powerblock da rumfährt. Ja, hat der GLP an alles gedacht. Das muss nämlich blau werden, damit er da hochgeht. Das heißt, einmal muss der Switch auf jeden Fall umgesetzt werden. Damit hier keiner schießen kann. Hat der GLP gut gemacht. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch. Hat alles gedacht, der Junge. Also Levels bauen kann er ja. So. War der nächste ein Troll? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nein, war er nicht, war er nicht, war er nicht. Ich bin aber trotzdem rübergekommen. Haha, aber der war jetzt ein Troll, oder? Ja. Okay, und dann haben wir es doch eigentlich schon. Der ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man ihn einmal raus hat. So, jetzt kommt hier gleich wieder der Powerblock. Sofort rüber. Powerblock, wir müssen ihn nur berühren. Wir müssen ihn nur berühren. Ich habe immer... Ich weiß gar nicht, warum ich kurz nach links gegangen bin. Weil mein Brain dumm ist, deswegen. Aber Mario ist zum Glück echt so ein Spiel, wo man sehr schnell lernt. Also man spielt das Level ein paar Mal. Und wenn man dann rafft, was der Levelersteller von einem wollte, dann klappt das eigentlich recht gut. So, das war wieder ein Troll, genau. Und dann rüber und dann ist er ja eigentlich auch schon RIP, würde ich sagen. Das war sehr spät, aber hat funktioniert. Puh, ein Glück war da oben die Plattform. So, Powerblock, komm mal her. Nein, Powerblock, Powerblock! Nicht schon wieder diese Scheiße hier. Powerblock! Come on, ey, jetzt! Stirb einfach. Ah, der Mannschaft... Dieser fucking Mancha da. Läuft doch alles. Mein Windows hat komische Geräusche gemacht. Der Schlüssel kommt vor allem auch einfach so zu mir, oder? Ich muss den gar nicht aufsammeln. So, easy. Jetzt nehmen wir den Powerblock hoffentlich mal mit. Danke. Okay, okay. Ja, wir haben den Schlüssel. Wir haben den Schlüssel. Wir gehen hier raus. Bitte, bitte, lass ein Checkpoint irgendwo sein. Nee, eh nicht. Okay. Wieso kann man den Checkpoint nicht zweimal aktivieren? Ja, toll. Okay, jetzt wissen wir auch, wie der funktioniert. Gucken wir uns den nächsten Boss an. Kann ja nicht so schwer sein, nicht wahr? Oh Mann, ey. Kannst du nicht irgendwo einen versteckten Checkpoint geben? Irgendwo? Hui. Okay, was ist hier der Plan? Wir haben ein... Tut der einem weh? Okay, er wirft auf uns und da kommt immer so ein...
euer Ding. Was ist der Plan? Ich weiß nicht, was der Plan ist. Also ich kann ja eigentlich nur da in die Mitte rein. So. Trifft er mich? Nee. Doch! Oh, so ein Arsch. Trifft er mich nur, weil ich hier stehe? Nee, okay, das nicht. Ich war einfach nur so weit rechts. Okay, jetzt ist der Plan. Über ihn sind Wolken, rechts von ihm sind Ranken. Er wirft die ganze Zeit komische Hammer. Wir können hier hoch? Nicht. Oh, da oben kommt ein Thwomp. Ach lol, machen Thwomps die... Ah, guck mal, der macht die Wolken kaputt. Das ist natürlich cool. Das kann ich auch noch nicht. Das ist eine Mechanik, die ich nicht so wusste. Aber hier ist man ja sehr safe. Das ist ja ein super easy Boss. Muss einfach nur darauf achten, dass er einen nicht mit seinen Hämmern trifft. Dann ist er ja auch schon tot. Wieso kam der Thwomp jetzt nicht runter? Thwomp, lebst du noch? Okay, jetzt ist das ein bisschen assig mit der... Doch, er kommt noch. So, einmal noch, dann ist er doch schon weg. So, hier, Thwomp, komm runter. Man muss halt immer warten, dass der Thwomp ganz oben ist. Anscheinend war er noch nicht oben, deswegen reagiert er nicht immer. So, komm her jetzt. Danke fürs Töten. Und was jetzt? Jetzt kann ich hier oben durch. Theoretisch... Hey, aber wofür ist denn dann der Pilz? Ja, brauche ich sowieso nicht. Der Pilz ist doof. Den will keiner haben. Den braucht keiner. Ich meine, mit dem Pilz kommen wir doch sowieso nicht da durch, oder? So, hier. Okay, also für den braucht man so um die 50 Sekunden. Jetzt müssen wir irgendwie da oben durch. Hä, hey, da kommt man aber doch durch. Da ist doch so ein Mario-großer Spalt. Hey, ich raff's einfach nicht. Wie komme ich denn durch diesen Spalt durch? Okay, also er braucht lange Zeit, aber schwer ist er nicht wirklich. Ach, lol, man... Ah, man... Wow! Lol. Nicht dein... Oh, ich hab's überlebt. Okay, danke, danke, danke. Okay, was macht jetzt der Thwomp? Tut er mir noch irgendwie... Kann der zur Seite? Oh. Geh mal weg. Lol. Hätte ich vor dem hier oben sein müssen, oder was? Na, ist nicht dein Ernst. Ich komme nicht mehr an ihm vorbei, oder was? Doch, geh jetzt weg. Geh weg, ich will... Ich muss da rüber und locker, wenn ich den Thwomp treffe. Dafür bin ich tot. Bin ich der Einzige, der hier gestorben ist? Es gibt nur ein X hier. Ja, lel. Okay, so muss einfach nur vor dem oben sein. Oh Mann, diese Kackdinger. Wieso kommt man da denn nie durch? Was ist der Trick da? Hä? Was ist der Trick da? Dieser scheiß Boss dauert immer eine Minute. Und die kann ich einfach alles wegschneiden, weil es einfach langweilig ist, den jedes Mal zu sehen. Richtig cool. Also ich finde den interessant designt, muss ich sagen. Aber dass man immer so lange da warten muss, ist ein bisschen kacke. Aber ich will zumindest einmal die rote Münze holen, damit ich raff, wie dieser Boss geht, ja? Davor gehe ich nicht weiter. Sonst bleibe ich da am Ende hängen und dann ist doof. Alright, okay, es wird nix. Ich habe ein Try, darüber zu kommen, ansonsten gehe ich wieder weg. Es wird zu riskant mit dieser komischen Flamme da. Ohne Witz, ich komme einfach nicht durch. What the hell? Ah, okay, man darf einfach... Okay, schnell, schnell, schnell. Geh weg, du Thwomp. Ich will nur die Münze haben. Danke. Okay, so geht das. Okay, okay, okay. Man darf nicht laufen dadurch, sondern einfach mit einem normalen Sprung. Dann geht das. So, aber den auch gesehen. Jetzt kommt noch der letzte Boss, beziehungsweise der vorletzte. Die muss man ja auch alle machen. Wehe, nachdem man die alle hat, kommt kein Speicherpunkt. Das wäre richtig assig. Okay, was ist hier? Oh, was ist hier der Plan? Hallo? Hallo? Irgendein Plan hier? Gibt's hier irgendeinen Plan? Da ist ein P-Switch. Okay, was mache ich damit? Toll, man muss hier die ganze Zeit hüpfen, weil man sonst in die Stacheln fällt. Oder in den Mancher da. Und jetzt? Da oben. Da oben ist... War falsch? Nicht dein Ernst. Geht dieser Block trotzdem noch weg? Weil ja jetzt der P-Switch aktiviert ist? Jetzt kriege ich das Ding nicht mehr, weil ich nach oben... Oh, nö. Ja, GG. Schon verkackt, oder? Und dann? Dann habe ich das Teil und weiter. Hä? Nee, 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 nee. Also, wir brauchen den P-Switch, aber wir dürfen ihn nicht... Okay, also wir brauchen den P-Switch. Aber wir dürfen ihn nicht nach oben werfen. Sondern müssen ihn von irgendwo anders aktivieren. Und dann kommt da so ein komischer Panzer raus. Okay, und weiter. Ja, und was mache ich jetzt? Brauchen wir noch einen? Was muss ich denn machen? Ich könnte... Nee. Also da oben sind... Lol. Da oben sind Gegner. Beziehungsweise ein... Nee, zwei Gegner. Rechts und links ist ein Gegner. Da unten ist noch ein Switch. Da rechts ist ein... Lol. Ich denke mal gar nicht an diese Stacheln an den Seiten. Aber ich glaube, ich habe es eh schon verkackt, weil ich meinen Helm verloren habe. Ja, da, also da sind zwei Gegner unten.
Die muss ich anscheinend beide vernichten, weil das hier die Bosse sind. Oh Mann, ey, diese Stacheln an der Seite sind so assig. Kann man nicht einfach gegen dieses Duddelding dagegen knallen? Ich glaube, den Boss hier mache ich als erstes, wenn ich einen richtigen Try probiere. Ich glaube, man darf einfach nur nicht springen, dann ist man da eigentlich safe. Weil man ja von diesem Gummiring nach hinten geschubst wird. Also einfach rüberlaufen, nehmen, ja. Okay. Also easy. Jetzt das Ding aktivieren. Man holt sich seinen Helm ab. Ich glaube, man braucht noch einen zweiten, weil wir da unten den Switch aktivieren müssen. Heißt, wir schubsen den jetzt los. Oh. Heißt, wir schubsen den jetzt mehr oder weniger los und hoffen, dass irgendwas passiert. Ich hoffe, der kommt da unten. Ja, okay. Ich hoffe, der kommt da unten an den One. Und dann bin ich mal gespannt, was geschieht. So, der wird... Oh. Irgendwas rausschießen. Hier kommen komische Moles. Auch nicht so geil. Wir könnten hier runter. Okay, und ich denke, das ist einfach mal unsere... Nein! Ich glaube, das ist unsere Munition. Okay, die können wir aufhalten, dass sie von oben kommt. Das heißt, dieser Helm ist gar nicht so wichtig. Aber er hilft uns schon, wenn halt von oben so eine Kacke kommt. So. Mann, könnt ihr mal nicht alles kaputt machen? Ich brauche die Dinger. Geil, ey, jetzt haben wir diese Moles, die rumnerven. Komm, geh mal weg. Kleiner Mole. Och Mann, ey, wie nervig! Ich glaube, die Dinger brauchen wir, um die nach oben zu werfen und dem weh zu tun. Oh. Hallo, das ist meine Munition. Meine Munition! Okay, der Boss ist ja übelst assig. Ich glaube, ich habe ihn kein einziges Mal getroffen gerade. Kann das sein? Aber ich habe ihn zumindest verstanden. Glaube ich. Also so wird es zumindest gehen. Vielleicht hat der GLP sich das auch anders überlegt, aber ich bin schon mal ganz froh, dass ich hier einfach mich dagegen buddeln kann. Und da ist alles cool. Und anscheinend war das hier auch richtig, dass wir den quasi einmal da hinschicken. Komm mal her. Wieso ist da jetzt nur einer rausgekommen? Okay, finde ich aber gar nicht so schlecht. Dann machen wir hier zumindest nichts kaputt. Oh, da habe ich meinen Helm schon wieder verloren. Ich glaube, jetzt habe ich schon wieder mehr als verkackt. Weil wenn gleich wieder die Modes von oben kommen... Ja, ich habe ihn einmal getroffen! Woo! Und die mich einfach am Kopf treffen, dann bin ich auch einfach tot. Oh. Okay, aber die kommen zumindest immer aus denselben Stellen. Heißt, man kann das eigentlich ganz gut... predikten. Ich finde aber gerade cool... dass die Koopas alleine kommen. Also eigentlich, dieser One wäre eigentlich richtig gut. Oh Gott, diese Maus, ey. Ey, der hat nur zwei Leben. Wie gut ist das denn? Okay, und jetzt dasselbe einfach auf der linken Seite, nicht wahr? Kommen da auch Mulz raus eigentlich aus der linken Seite? Wahrscheinlich. Aber wieso hat der nur zwei Leben? Oder haben wir ihn doch dreimal getroffen? Bin mir nicht so sicher. Ich glaube, es ist dann eine gute Idee, wenn ich einfach hier so stehe, oder? Dann kommt der erste Mole runter und wird sofort weggeschlagen. Also hier so ein bisschen rechts. Genau, dann wird er gleich weggeschlagen. Dann ist der schon mal weg und ich muss ihn gar nicht erst töten. Doch, ich muss ihn töten. Wieso kommen da jetzt so viele raus? Ist das euer Ernst? Okay, ich glaube, dann ist das doch nicht so eine gute Idee. Aber der Dude ist schon wieder alleine rausgekommen. Also mit die Koopas sind, glaube ich, gerade sehr nett zu mir. Wenn die alleine rauskommen, sind die sehr viel angenehmer. Dafür kommen jetzt doppelte Moles hier raus. Sehr strange. Sind die doch wieder zusammen rausgekommen? Okay, zwei. Okay, wir hatten den echt dreimal getroffen. Finde ich interessant. Nein, nimm doch nicht meine Deckung weg. Ich krieg die vor allem nicht nochmal wieder. Leute, sind die einfach drei von denen? Okay, ist auch nicht so schlecht. Lel. Ich habe keinen Sinn mehr darin gesehen. Keinen Sinn mehr. Einfach selbst getötet. Kill. Both. Guck mal, an den Seiten steht sogar Kill Both. Ist das etwa ein Hinweis? Kill Both. Okay, mache ich. Wo ist denn dann eigentlich die Tür, wo wir weitergehen sollen? Weiß ich auch nicht. Also wir werden ja garantiert einen Schlüssel bekommen, wenn wir beide getötet haben. Nee, wir haben einen Schlüssel, wenn wir eingetötet haben. Okay, aber da stand halt, wir sollen beide töten, also werde ich das auch machen. Aber ich weiß trotzdem nicht, wo dann die Tür ist, dass wir weitergehen können. Wahrscheinlich hier unten. Da unten ist nämlich noch so ein gelbes Teil, wo man runterfallen kann. Ich glaube, da wird dann die Tür sein. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einfach nicht treffen lassen, dann ist alles cool. Ja, kommt mal hoch hier alle. Ist cool. Alter, gleich drei von denen. Guck mal. Oh, ist ja richtig perfekt hier. Komm, geht mal alle weg. Gib mal das Ding her. Nein, 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 ihr ganzen Mulz. Das ist nicht cool, was ihr hier macht. So, eins. Oh. Aber den einen besiegen wir auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir auf die linke Seite. Ja, hier kommt ihr auch raus. Ich muss tatsächlich jedes Mal wieder auf die rechte Seite,
um die Koopas zu holen. Die kommen nicht zu mir hin. Die würden da runterfallen, wenn sie zu mir hinlaufen. Ist es dann vielleicht schlauer, mit dem Linken anzufangen? Weil der scheint ja schwerer zu sein. Hey, er hat nicht mehr getroffen. Ja, GG. Okay. Erste Mal getroffen. Ich habe zwar keinen Helm mehr, aber YOLO. Sag ich ja immer. Ich sag ja immer YOLO. And then you die. Meint ihr, man kann in diese rote Röhre... Ah, man muss bestimmt in diese rote Röhre, nachdem man beide getötet hat, reingehen. Das wird, glaube ich, mehr Sinn ergeben. Das wäre so schön, wenn da immer nur zwei Moles rauskommen könnten. Also, wenn man die am Leben lässt, dass dann einfach nicht mehr nachkommen. Aber es kommen halt immer übelst viele nach. Wäre auch... Ups. Toll. Noch eine Bürde mehr. Geil. Warte, warte, warte. Oh, habe ich den On-Off-Switch jetzt doppelt? Machen die sich jetzt da unten kaputt? Wieso ist der andere... Warum ist er weg? Ich habe den doch gerade nach unten geschickt. Egal. Ich habe hier noch nicht so richtig raus, wann ich den nach oben schicken muss, damit ich überhaupt treffe. Ach. Hallo? Hey, jetzt kommt einfach der zweite nicht raus. Man muss sich den ersten aufsetzen, oder was? Oh Mann, ey. Das ist doch alles bescheuert hier. Ja, schick doch noch ein paar mehr Moles. Bald ohne Kopfbedeckung. Finde ich mal richtig geil, sowas. Das wird doch schon wieder nichts. Irgend so ein Mole wird mir auf den Kopf springen und dann ist alles kacke. So. Okay, wenn man einmal eine Stelle hat... Wo man den auch trifft, dann ist das, glaube ich, gar nicht so schwer. So, und wir merken uns, wir müssen den ersten aufsetzen, weil sonst kommt kein zweiter raus. Warum auch immer. Und quasi, wenn man auf dem hier draufsteht, dann kann man auch gerade nach oben werfen. Wenn ich das richtig sehe. Er hält ihn zwar so ein bisschen weiter vorne, aber anscheinend ist das Mario egal. Er wirft den einfach genau über sich. So, da werden nochmal zwei Moles rauskommen. Das ist der Lauf, Leute. Hier, drei Koopas. Mega. Mehr brauche ich nicht, um den ersten zu töten. Okay. Hey, jetzt hat er den doch wieder anders hingeworfen. Mann, Mario! Ich raff nicht, wie er den wirft. Oh, das ist so stressig, wenn da diese ganzen Moles sind. Man muss auf alles Mögliche achten. Aufs Feuer, auf die Moles, auf die von unten kommenden Koopa. Dann musst du noch darauf achten, wo du genau hinwirfst. Der ist echt ekelhaft, dieser Boss. Ekelhaft. Ich weiß schon nicht mal mehr, wie der erste Boss war. War der erste Boss ein Arschloch? Die Pflanze war okay als Boss. Oh, vor allem... Lol. Vor allem, wenn ich nur bei einem Boss fehle, dann muss ich das hier immer wieder machen. Ich glaube, das wird noch Stunden dauern, bis ich hier fertig bin. Nur mal so als Relation, diese Aufnahme geht jetzt genau eine Stunde und fünf Minuten. Und jetzt könnt ihr nachgucken im Video. Ach ja, das geht ja nur 20 Minuten, dann wisst ihr, wie viel ich weggeschnitten habe. Mann, diese Kackdinger! Aber ich habe das Ding oben wenigstens getroffen. Los, komm her, solange keine Moles da sind. Erst die Moles töten, das ist immer besser, glaube ich. Dann das Ding hochschmeißen, sterben, nochmal alles machen. Ich frage mich immer noch, was mit den Shells passiert, die ich da runterschicke. Warum geht diese Shell, die da die ganze Zeit den On-Off-Knopf drückt, nicht kaputt, aber die Koopa-Shells? Ah, weil der den Mancha da runterschickt. Guck, der Manu hat wirklich an alles gedacht. Der Mancha ist da unten und deswegen kann man keine zweite Shell hier runterschicken. Mega gut. Jetzt ohne Witz, also er hat wirklich an mega viel gedacht. Da muss man den Manu schon mal loben. Ja, ich habe wieder zu früh geworfen. Ich sollte erst werfen, wenn die ganzen Leutchens hier weg sind. Kannst du mir bitte das Ding lassen? Schon wieder zu früh geworfen. Super dumm von mir. Erst alles töten und dann erst werfen. So, wir warten, wir warten, wir töten. Und dich töten wir auch. Von mir aus auch mit dem Panzer. Oh Mann, ey. Er trifft halt nie. Wieso ist das ein Block-Ding zum Hochwerfen? Das macht mich wirklich am meisten kaputt, dass man nur einen Block nach oben werfen kann. Und wenn dann diese fucking Shell nicht trifft, das ist super ekelhaft. Warum? Es hat mich doch überhaupt gar nichts getroffen.
Scheißding, Alter, Scheißding. Ich weiß nicht, wo man es hochwerfen muss, man muss es anscheinend doch vor sich hinwerfen. Danke, eins. So, wir warten auf die Moles. Wir töten die Moles. Ist mir egal. Hauptsache, wir verlieren nicht unseren Helm. Alles ist cool, solange du deinen Helm hast. Alles ist cool, solange du deinen Helm hast. Alles ist cool, solange du deinen Helm hast. Wusa, 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 wusa. Wenn hier drei dieser Moles unten sind, ist das auch nicht schön. Nicht schön, das Ganze. So. Okay, getroffen. Anscheinend kann das auch treffen beim... Oh, da habe ich aber, da habe ich Glück gehabt. Okay. Anscheinend kann das auch treffen beim Runterfallen. Bitte nimm dir mich deinen Helm weg. Ich brauche einen neuen Panzer. Nur ein, danke. So, geht kaputt. Dann da. Ja, okay. Einmal getroffen. Ein Panzer hätte ich gern. Okay, warte. Ein bisschen viele Moles hier. Okay. Ich meine, der Manu war ja sogar nett. Man hat ja zwei Leben. Von daher, alles cool. Nicht wahr? Man darf einmal getroffen werden. Ich finde das schon ziemlich nett vom Manu. Und es muss ja auch nur noch zweimal funktionieren. So, zweiter Try. Hier ist auch gerade zu. Wir haben also schön viel Zeit, haben getroffen. Oh, okay, shit. Nein, ich hätte doch nur noch einmal treffen müssen. Ich muss mir noch ganz kurz den ersten Boss angucken. Ich habe nämlich schon ernsthaft vergessen, wie der aussah. Was das für einer war. Nicht, dass der mich dann später überrascht. Was war... Ah, das war der, wo man gar nicht sterben konnte. Das war diese Spielshow. Okay, also der ist super easy. Also an sich, dann weiß ich jetzt... Ja, hier unten ist einfach nur Troll. Oder ist hier noch irgendwas? Nö. Ein versteckter Block. Von mir aus. Also Reihenfolge wird sein, oben links, dann unten rechts, diese komische Piranha-Pflanze. Und der Rest ist eigentlich egal, weil bei denen kann man ja nicht sterben. Es sind zwei fiese Bosse und zwei angenehme Bosse. Ich glaube, dann mache ich als nächstes diesen Hammerbruder da, aber der ist eigentlich auch halt mega einfach so zu machen. Ist halt nicht wirklich schwer, dauert halt nur lange. Und bei der Gameshow kann man halt gar nicht verlieren, deswegen mache ich den dann als letztes. Ich glaube, das ist eine gute Reihenfolge. Und den hier aber auf jeden Fall als erstes. Weil das ist wirklich der schwierigste. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es einfach eine bessere Idee. Kannst du mir deinen Panzer geben? Danke. Zuerst den Linken zu besiegen, weil das der schwierigere ist, aber egal. Habe ich links gesagt? Mir fällt jedes Mal bei der Aufnahme auf, dass ich links und rechts vertausche. Jedes Mal. Okay, erster Tod. Danke, nehme ich mal mit. So, langsam habe ich es aber raus, wie ich wenigstens nach oben werfen muss, damit der auch trifft. Ach ja. Also an sich geht das echt gut. Den ersten kriege ich schon ziemlich pro-mäßig hin. Okay, warte, wir machen das anders. Wir töten die erstmal, weil sonst folgen die mir alle auf die rechte, auf die linke Seite. Guck, da war es wieder. Ich wollte rechts sagen, obwohl ich links sagen wollte. Aber diesmal ist es mir wenigstens aufgefallen. Ich versuche jetzt in Zukunft dran zu... oder das zu merken. Jetzt kommen da wieder welche raus. Ich würde die Moles halt gerne erstmal töten, bevor wir nach links gehen. Okay, scheiß drauf. So. Und dieses eine Teil zum Hochwerfen ist eigentlich gar nicht so assig, muss ich sagen. Ha! Verbrannt, dummer Mole. Ist gar nicht so assig, weil... man hat eigentlich so einen Halbteils frei. Der pendelt sich so ein bisschen ein. Wenn man knapp an der Kante ist. So. Guck, habt ihr gesehen, was ich meine? Bestimmt. So. Na, Mann, ey! Immer beim Letzten! Das ist echt krass, wie man einfach merkt, dass man besser wird. Das finde ich bei Mario so heftig. Ich habe gerade auch noch einen Trick rausbekommen. Und zwar kann man ja einfach den... Panzer von den Koopas runterwerfen. Mache hier, na okay. Aber man kann ihn einfach fallen lassen und dann sterben auch die Leute, die da unter sind. Ist eigentlich ganz nett. Wenn das dann mal aus Zufall passiert. Oh oh. Oh, man muss die ganze Zeit hüpfen. Das ist so assig, wenn da vier von diesen Moles rumlaufen. Ihr glaubt gar nicht, wie stressig das ist. Alter, glaubt ihr, mit dieser Sprungattacke ist das vielleicht einfacher gegen die Moles? Das ist auf jeden Fall sehr viel angenehmer. Nein, zu hüpfen. Probiert das jetzt mal mit dieser Sprungattacke. Ich
Ich meine, ich muss sowieso die ganze Zeit eigentlich laufen gedrückt halten. Ja, vielleicht. Ha, ihr Noobs. Um die Dinger hier... Oh, die sterben auch dadurch, okay. Um die Dinger festzuhalten. Vielleicht ist das besser so. Kann ich mir vorstellen. Dann kann ich den ersten immer damit töten und den zweiten nehme ich mir dann einfach. Hey, ich glaube, so ist das wirklich viel einfacher. Kann das sein? Dann hat man nicht so einen Stress, dass hier zu viele Leutchen sind. Und das Pattern ist auch gerade richtig nice zu mir. Weil die Modes einfach abkacken. Und man hüpft nicht so hoch und so. Ich glaube, das ist wirklich viel besser. Guck mal, die werden da alle getötet. Das ist voll gut. Oh, okay, das sollte man vielleicht nicht machen. Beide töten ist nicht die beste Idee. Oh doch, ich glaube, so ist das richtig gut. Diese Spin-Attacke, die vereinfacht das sehr. So, erster weg. Ersten töten, zweiten mitnehmen. Einmal getroffen, nicht schlecht. So, komm, gib mir einen neuen Cooper. Immer schön auf oben achten, dass die Viecher da ankommen. Okay. Das Pattern finde ich richtig nice. Nein! Ah, come on. Die werden wieder getötet. Mega gut so! Ohne Flachs. Okay, das war doof. Weil... Shit, ich krieg die da nicht hoch. Jetzt läuft mir halt auch die Zeit weg, wenn ich die anderen Bosse töten will. Wenn ich es denn mal schaffen würde, das erste Mal hier gegen den Dude. Ja, zweites Mal getroffen. Progress, Leute, Progress. Oh, er kommt alleine, wie nett ist er denn? So, einmal noch treffen und dann ist alles cool. Ja! Jetzt nur nicht sterben auf dem Rückweg. Okay, 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 okay. Und ich glaube, wir müssen einfach nur hier... Hä? An was bin ich gestorben? Oh, ich weiß nicht mal, an was ich gestorben bin. Bin ich zu früh nach links gegangen und bin gegen den Stachel geknallt? Ist das mein Ernst? Ist das wirklich mein Ernst? Ich glaube, ich bin echt gegen den Stachel geknallt. Ich fasse es nicht. Aber man soll schon in die Röhre rein, oder nicht? Oh Gott, soll ich das erst prüfen, bevor ich hier weitermache, oder nicht? Diese Spin-Attacke ist so gut. Die hilft so enorm. Allein bei den Coopers, dass dann einer davon weg ist. Lol, okay, ich glaube, gegen das Feuer bin ich auch noch nie gesprungen. Mal ein neuer Tod. Nummer 1 ist weg. Oh nein, bitte triff, bitte triff, bitte triff doch einfach. Oh Gott, was mache ich hier? Bitte, nein! Komm wieder, come back, come back. Ja, er kommt zurück. Oh, dankeschön. Jetzt triff doch da bitte oben einmal. Das ist der letzte Hit. Nein. Jetzt muss ich mir einen neuen holen. Wie geil wär's bitte, wenn ich diesen Helm behalten würde für den, für diese komischen Pflanzenboss. Das wäre doch richtig geil. Ja, come on, come on. Okay, zweiter Schlüssel. Nicht sterben, während die ganzen Leute uns hier ankommen. Oh oh. So, come on. Okay, warte, den warten wir noch kurz ab. Die beiden. Okay, ich habe meinen Helm verloren. Ist kein Ding, ist kein Ding, ist kein Ding. So, jetzt. Lass mich gehen. Let me go. Danke, danke, danke. Okay, wir haben zwei Schlüssel. Da ist noch so ein ekliges Viech. Komm. Okay. Alter Schwede. Okay, so. Wir machen als zweites, ich glaube, das war der hier. Wie, das wäre so geil, wenn ich hier noch mein Helm hätte. Das wäre wirklich so fett. Dann könnte ich nämlich einmal durch den durchlaufen. Dann hätte ich mir einen Fehler erlauben können. Oh, das wäre wirklich so gut gewesen. Mal gucken, ob ich noch weiß, wie er ging. Wenn wir den schaffen, dann sollte das eigentlich kein Problem mehr sein. Oh, okay. Oh, ich dachte schon, ich werde jetzt beim ersten verkackt. So, der zweite ist ein Troll, das weiß ich noch. Und jetzt müssen wir wieder rüber. Der dritte war auch, glaube ich, sofort rüber. Lol, wieso ist das Powerding schon da? Lol. Nein, er ist nicht tot. Warum ist er nicht gestorben? Hey, ach komm. GLP, was hast du getan? Nein, man muss das Ding mitnehmen. Man muss das nehmen. Oh, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Man muss den Powerblock mitnehmen.
weil sonst nur der untere stirbt oder der obere oder was, keine Ahnung, was da passiert ist. Oh Mann, ich glaube, das war der beste One, den ich jemals hatte. Das war krass. Wie so ein Profi. Wollte ich zwar alles gar nicht, aber sah bestimmt gut aus. Ach Mann, mit dem Helm weiterzukommen wäre halt schon geil, ne? Gut, dann also ohne Helm, alles klar. Dann eben gar nicht, alles klar. Da lief ja alles falsch, holy moly. So langsam macht mir meine Psyche aber auch zu schaffen hier, ohne Witz. Die Aufnahme geht jetzt 1,5 Stunden. Und so langsam habe ich keine Konzentration mehr. Und das ist wirklich Dauerkonzentration hier, ne? Auf jeden Fall bei diesem Boss hier. Echt krass. Wenn man die Konzentration die ganze Zeit aufrechterhalten kann, dann ist man schon heftig. Und dazu sei gesagt, ich habe heute noch nichts gegessen, ja? Auf jeden Fall nichts Richtiges. So, wieder der letzte hier. Trifft. Ein Mole war da noch. Da waren sogar noch 2 Moles. Alles klar. Jetzt sind da wieder ganz viele Moles. Nee, hallo, geh einfach weg von mir. Tschüss. Ich stand zu weit links. Oder was? Oder was? Oder wo ist der Problem? Wo ist der Problem? Stand ich zu weit links oder was? Das Pattern ist aber eigentlich auch gerade wieder sehr angenehm. Weil die Koopas kommen hier hoch. Während das geschlossen ist. Für die Moles. Dadurch hat man hier sehr viel reden, während man sich konzentrieren will. Keine gute Idee, Lizzy. Halt einfach mal die Klappe, während du das machst, ja? Mann, ich krieg diesen Pin... Ich kann nicht mehr reden, ey. Ich krieg den Panzer nicht mehr nach oben geschmissen. Danke. Das Level macht mein ganzes Gehirn kaputt, macht es nämlich. Das... Oh Mann, ich krieg den nicht mehr nach oben. Drück doch einfach nach oben, du Dummkopf! Mann, ey. Kann doch nicht dein Ernst sein. Kann doch nicht dein Ernst sein. Oh, gib her den Scheiß. Jetzt werf den da hoch und dann machst du die Moles kaputt. Cool! Bin nämlich noch nicht gegen diese fucking Rollator da gegen geknallt. Bin ich ja auch mal endlich gestorben. Hab mich schon gewundert, wann das endlich kommt. Ich hab den vor allem schon. Wieso habe ich den überhaupt geworfen? Oh, ich hab den Dude schon getötet und wirf das Ding trotzdem hoch. Schön. Hä? Hab ich nicht getroffen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Junge, lass mich doch einfach alle in Ruhe. Ich brauch dich. Wieso töte ich dich? So, tschüss, ihr Loser. So, ich verdufte. Tschüss. Alter Schwede. So, lass mich da durch. Ich frage mich echt, ob an dem Typen da jemand gestorben ist. So, jetzt den hier. Der Rest ist ja einfach. Wehe, Manu, wehe, du hast keinen Zwischenpunkt eingesetzt, wenn man alle besiegt hat. Wehe. Für den Final Boss, das wäre richtig assig. Die Sache ist, Manu musste das ja auch alles auf einmal schaffen, ohne Zwischendinger. Deswegen Respekt, dass er sein eigenes Level auch geschaffen hat. Er hat bestimmt irgendeinen Japaner daran gelassen, dass der das für ihn spielen soll. Leute, hä? Jetzt ist ja alles kaputt hier. Das ist mir aber vorhin auch aufgefallen. Der Powerblock hat anders reagiert, als er sollte. Ohne Witz. Der agiert doch hier gerade anders, als er sonst agiert hat. Oh, hi. Na, hier, Powerblock für dich. Er ist schon wieder nicht gestorben! Hä, muss er den als erstes töten, oder was? Wieso funktioniert denn das hier alles nicht mehr? Kann mir jemand erzählen, warum dieser Boss nicht mehr funktioniert, wie er am Anfang funktioniert hat? Ohne Witz, das muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Nicht nur, dass sein Pattern eben anders war. Nicht nur das, nein! Auch der Powerblock funktioniert irgendwie anders. Muss ich die Mitte treffen, damit er stirbt? Ah, die Mitte hat bestimmt den Schlüssel.
Stimmt, vorhin ist doch auch immer ein Muncher da geblieben. Das macht total Sinn. Wir müssen den Mittleren töten. Die Munchers haben gar nicht den Schlüssel. Ah, okay, verstanden. Ja, dann ist ja alles easy. Aber jetzt hat er... Das Pattern war doch trotzdem eben anderes. Das raff ich halt nicht, Leute. So, den Mittleren töten, Schlüssel mitnehmen. Danke. So, guck, ist doch voll einfach. Oh, aber ich wette mit euch, ich krieg jetzt nicht beim ersten Versuch den hier oben links hin. Das wette ich mit euch. Mal gucken. Mach bestimmt wieder irgendwas Doofes. Ich werfe das den P-Switch nach oben oder so. Nee. Ich schmeiß das Teil hier in die falsche Richtung. Bestimmt irgendwie sowas. Auch nicht. Okay, mal gucken. Dann habe ich noch Hoffnung in mich. Ach, Mann. Ersten kaputt stampfen, zweiten nehmen. Aufpassen, dass unten nicht die Plattform wegbricht, weil das ist böse. Aufpassen, dass man nicht seinen Helm verliert. Weil das macht alles schwerer. And repeat. Komm, gib mir neue Waffen. Gib mir neue Waffen. Warum müsst ihr zu dritt kommen? Ihr seid nicht die Ninja Turtles. Okay, nettes Pattern soweit. Ah, ich weiß jetzt endlich, wie man das hier hinbekommt. Man stellt sich unter die Flamme und wirft dann nach oben. Okay, Leute, aber ich habe eine Idee. Und zwar starten wir das Level neu. Nehmen wir den geilen Pilz mit, der uns gar nichts bringt. Nehmen nicht die mittlere Flagge mit, sondern töten erstmal den Dude hier. Jetzt haben wir... Hä, lol, das geht? Geht das wirklich? Nee, okay, da wird man auf jeden Fall klein. Also da hat er auch wieder dran gedacht, wenn das so intentional war. Aber ist auch okay. Aber wenn wir den jetzt einmal besiegt haben, dann müssen wir den hoffentlich nie wieder besiegen, weil der hoffentlich speichert, wie viele rote... Schlüssel machen hat. Ich bin mir relativ sicher, dass er die roten Schlüssel dann wieder zurücksetzt, aber vielleicht hat man ja Glück und er macht es nicht. Das wäre richtig, richtig nett von dem Spiel. Schauen wir mal. Das hatte ich auf jeden Fall noch so im Kopf, dass man da vielleicht irgendwie ein bisschen zumindest schießen könnte. Wenn der Manu schon an fast alles denkt, dann doch bitte nicht an sowas. Guck, wenn man nämlich die Flamme trifft, dann wird er da so ein bisschen abgelenkt und trifft trotzdem oben. Also irgendwie... Diese Flamme agiert so ein bisschen als Rampe. Was ich sehr schön finde, weil das ist dann sehr viel einfacher, den Dude oben zu treffen. Hilfe! Ein Glück habe ich den Helm. Ja, irgendwie, ich denke mal, ich habe den erst zweimal getroffen, aber dann habe ich ihn dann anscheinend doch immer schon dreimal getroffen. Richtig strange. So, und hier auch dasselbe. Einfach ein bisschen weiter von rechts. Guck mal, rechts. Ich habe sogar die richtige Seite gesagt. Wenn man da von rechts wirft, also da, wo die Flamme ist, ist das sehr viel einfacher. Ha! Lol, das wusste ich auch nicht. Der Helm nuddelt das Ding einfach weg. So, warte. Nein, warte. Und dann nochmal wieder? Er kommt wieder. Das ist super nett, dass der wiederkommt. So, richtig hin positionieren. Der ist tot. Haben wir geschafft. So, die beiden Mulls kill ich nochmal, sonst fällt mir nämlich einmal einer auf den Kopf. Da habe ich keinen Bock drauf. Sehr weit links stehen. Okay, ich habe meinen Helm verloren. Whatever, interessiert mich nicht, juckt mich nicht. Bitte nicht an diesen komischen Ding sterben, an dem ich noch nie gestorben bin. Möchte ich nur mal so anmerken. Gut. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt habe ich ja hier meine Münze. Nimm jetzt den Mittelpunkt. Jetzt bin ich gespannt, ob er es speichert oder nicht, wenn ich gleich sterbe. Das wäre richtig schön. Ich will nie wieder gegen diesen Typ da oben links kämpfen. So, der wird jetzt wieder ganz komisch funktionieren, der Leute hier. Der hat wieder bestimmt ein richtig komisches Pattern. Na, Mr. Golumba und anderes Gedöns. Nein. Bitte, bitte, bitte. Darf ich bitte meine Münze... Ja, man hält sie. Ha, ein bisschen gecheased. Ha, GLP und guter Levelbauer. Ha, dass ich nicht lache. Oh Mann, ich sitze jetzt schon fast 2 Stunden an dem Level. Ah, GLP, da hast du nicht dran gedacht, ne? Da hast du nicht dran gedacht, dass man da schießen kann. Lelelelele. Vor allem, ich habe jetzt wieder... 500 Sekunden Zeit. Das heißt, ich komme nicht mal unter Zeitdruck. Tja, tja. Das freut mich gerade voll, dass ich so ein bisschen den Troller trollen konnte. Da, rüber da. Okay, dann nicht. Ist mir egal. Ich habe ja unendlich Versuche hier. Ich habe ja unendlich Versuche. Solange ich nicht aus dem Level rausgehe oder meine Switch plötzlich sagt, nö. Nö, ich stürze jetzt einfach mal ab. Das hatte ich nämlich ein paar Mal bei Fitnessboxing zum Beispiel. Richtig assig. Da machst du dann so ein 40-Minuten-Workout und dann sagt die Wii, nö. Nach 35 Minuten, nee, du darfst dein Workout nicht beenden. Ich spiele jetzt einfach ab und sage, es gibt einen Fehler mit dem Spiel. Naja. Und dann speichert er natürlich auch nicht deine Sachen da. Klar, dein Körper merkt, ja, hier, cool, du hast geboxt.
Aber du willst das ja auch im Spiel sehen, dass du was gemacht hast und da Sachen freischalten. Aber das Spiel sagt sich dann so, nö, hast ja gar nichts gemacht. Willst du heute nicht nochmal dein tägliches Training machen? 40 Minuten. Doofe Kacke. So, rüber. Der nächste ist, glaube ich, wieder ein Troll. Troll? Du bist ein Troll, ne? Ja, du bist ein Troll. Und dann wieder rüber. Da ist schon der Pau-Block. Könnten wir jetzt, glaube ich, schon mitnehmen? Aha! oh, er geht wieder zurück. Oh, ich dachte, er bleibt jetzt da die ganze Zeit. Das wäre so assig. Nice. Okay, der Rest ist ja super easy. So, wen wollen wir als erstes machen? Ich glaube, den, wo wir sterben können, rein theoretisch. Werden wir zwar nicht, weil ich bin ja kein Bonobo. Aber rein theoretisch könnte man hier sterben oder irgendeine Kacke machen. Nimm den Pilz mal vorsichtshalber mit, aber an... Ja, gut. An sich ist der nicht schwer. Ein bisschen Geduld und das Leben ist toll. So, bei denen muss man leider zwei Dinger hier abwarten. So, komm nochmal zurück. Wenn man jetzt nämlich gesprungen wäre, dann wäre der Thwomp nicht runtergelaufen. Muss man einmal werfen, damit man hochspringen kann. Huh, das war knapp hier. Muss man wieder zwei Phasen warten. So, jetzt. Damit ist der tot. So, und hier nicht laufen gedrückt halten, sondern einfach durch. Das geht tatsächlich sehr viel besser. So, hier sehr viel schneller als das Ding durch. Dritte Münze. Oh Leute, ich sehe es incoming. Ich sehe die vier Sterne incoming. Bei dem letzten können wir vor allem nicht sterben. Glaube ich. Also, mir ist auf jeden Fall nicht bekannt, wie man da sterben soll, tun kann. Wenn wir jetzt oben links nochmal reingehen, dann kommen wir da nie wieder raus, oder? Man muss sich auch merken, wo man einfach reingegangen ist. Oh, Hallöchen. Ich bin Mario. In dieser Game Show bin ich der Star. Okay. So, ist ja einfach. Die Game Show, super easy. Einfach blau aktiviert lassen. Wir haben auch genug Zeit. Also alles cool. So, schieß doch. Danke. LOL, hallo. Panzer unten. Bitte hör auf. Panzer, stopp. So, der muss... Dieser dumme Panzer. Der trollt einen richtig. Okay, Panzer, du machst das. Ich mache jetzt einfach gar nichts. Du kriegst das schon hin. Ach ja, wenn ich gar nichts mache, dann schafft er das tatsächlich, ja? Da auch? Ja. Guck mal, ich muss gar nichts machen. Ja, lell, okay. Danke. Kannst du es auch noch ein zweites Mal? Diesmal hat es nicht funktioniert. Ich habe mich aber auch eingemischt. Sorry, Panzer, ich wollte mich nicht einmischen. Jetzt machst du. Du machst dein Ding und alles ist cool. Na gut, ich misch mich doch nochmal ein. Ach, Kacke. Oh, der macht das aber auch immer genau so, wie der Blödmann da die Sachen rausschießt, ne? So, okay, der ist safe. Oh, so ein Boss als vierten Boss ist richtig angenehm, nachdem man die ganze andere Kacke erst gemacht hat. So, der ist auch safe, damit haben wir auch hier den Schlüssel. Glaube ich, ja. Komm, gib mir deinen Schlüssel. Merci. Wo ist denn hier eigentlich? Da ist die Tür. Hätte ich vielleicht mal vorher nachgucken sollen. Okay, damit haben wir alle vier Dinger. Wir können leider nicht speichern. Das wäre richtig schön gewesen. Ich hätte hier easy speichern können jetzt erst. Okay, zum Boss. Ich hoffe, hier kommt noch ein Speicherpunkt. Weil den kennen... Ja, es kommt noch einer! Ich habe das Level auf jeden Fall geschafft, Leute. Auf jeden Fall. Oh, danke für diesen Speicherpunkt, Manu. Da bin ich dir so froh drüber. Ja, ich bin dir froh drüber. Das macht vollkommen Sinn. Okay, und was geht jetzt ab? Was war das denn hier für ein Zeichen? War das Blocky? Wer war das? Oh, Hallöchen. Was muss man hier machen? Oh, Leben. Oh, danke. Oh, das schmeckt. Oh, das schmeckt richtig gut. Na, das war's? Man muss nicht noch einen Endfight machen? Ne. Ich habe mich jetzt darauf eingestellt, dass hier noch ein Endboss kommt. Okay, also man kann schießen, indem man einfach den Boss, den man halt so gar nicht kann, einmal schafft und dann speichert. Kriegst auf jeden Fall ein Toll. Ja, braucht halt 7 Minuten dafür, ne? Seit Neustart. Doppelt so lang. Geht auf... Es geht in der Hälfte der Zeit, ja. Auf jeden Fall. Geiles Level. Ohne Witz, das war ein gutes Level. Es hat mich 2 Stunden Recording gekostet. Keine Ahnung, wie lang das Video wird. Vielleicht wird es nur 20 Minuten. Aber ist mir so egal. Ja, dementsprechend machen wir auch heute kein anderes Level. Wir sagen mal Kinderspiel. Ja, Kinderspiel.
Das passt dazu, Kinderspiel. Puh, ich bin auf jeden Fall happy, dass ich es geschafft habe. Holy moly. Da kann man sich aber lange dran aufhalten. Tja, ich bin einer der 53, die es geschafft haben. Und ihr so, Leute? Und ihr so? Hm? Ja, und ihr so? Sag doch mal, wer von euch hat das schon geschafft? Ach, GLPTV06. Ich wollte eigentlich mit dem ersten anfangen, weil das erste soll angeblich nicht so schwer sein, aber anscheinend hat er das gelöscht. Keine Ahnung, wo es hin ist. Von daher kein Plan. Oder die werden mir einfach nicht angezeigt. Muss dann einfach mal nach der ID nochmal gucken. Oh, ich bin so happy, dass ich es geschafft habe. Gut, dann würde ich sagen, danke Manu fürs Level, danke fürs Zuschauen, liebe Leute, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Ich muss jetzt erstmal was essen und mir die Schweiß von der Stirn runter knuddeln. Mann, PSI, wieso nimmst du mir meinen Weltrekord weg, hä? Mein einzigen Weltrekord, dieser blöde PSI. Aber schön, dass das noch im Video mit drin ist. Du Bastard. Mein einziger Weltrekord. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns wieder, keine Frage. Denn ich ja nicht alle Tage. Tschüss.